Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Etwas verspätet, aber es kommt noch, habe ich heute den Lesemonat April für euch. Und zwar habe ich da 5 Bücher gelesen, was 1998 Seiten insgesamt waren. Ja, mein Monat April begann mal wieder mit einem Lucinda Riley Buch und zwar Helenas Geheimnis. Ich bin ja ein großer Lucinda Riley Fan, auch dieses Buch hat mir da wieder sehr gut gefallen. In diesem Buch geht es eben um Helena, welche ihre Sommerferien zusammen mit ihrer Familie, ihren Kindern auf Zypern verbringt. Und zwar hat sie dort ein Haus von ihrem Onkel geerbt, was sie nun jetzt wieder etwas in Schuss bringen möchte. Und deshalb kehrt sie eben auf Zypern zurück. Auf Zypern hat sie viele Jahre ihre Sommerferien als Kind und Jugendliche verbracht, hat daran schöne Erinnerungen, fährt aber auch mit einem sehr mulmigen Gefühl dahin, weil sie ein großes Geheimnis hat, was sie seit eher vor ihrer Familie verheimlicht und was eben niemand weiß. Und natürlich nimmt es, wie man es so kennt, die Dinge nehmen ihren Lauf und die Vergangenheit holt Helena natürlich wieder ein. Außer ihr sind dann auch nur Freunde, Freunde, Familie, eine Freundin mit auf der Insel. Auch da gibt es dann einige Dinge und mir hat das wieder sehr gut gefallen. Ich mochte diese Stimmung auf Zypern. Es war wieder, wie typische Lucinda Riley Bücher sind. Wir waren in der Vergangenheit und in der Gegenwart, sind da immer wieder hin und her gesprungen, haben so eben mehr über Helenas Geheimnis und ihr Leben, bevor sie eben ihre Familie hatte, kennengelernt. Was mir sehr gut gefallen hat. Es ist wieder ein recht dickes Buch gewesen. Aber ich finde, Lucinda Riley, trotz 600 Seiten, liest sich einfach immer super gut und super schnell weg. Hat mir sehr gut gefallen. Dann als nächstes Buch habe ich ein Buch von Silke Schütze gelesen. Und zwar Rosmarientage. Dieses Buch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hier geht es um Max Engel, der weit über 70 ist und in einem Pflegeheim wohnt, aber da nicht wirklich glücklich ist und kurzerhand beschließt, er möchte vor seinem Tod, weil er eben schon älter ist und weiß, so lange wird er nicht mehr leben, möchte er noch einmal seine Jugendliebe, die Französin Rosalie kennenlernen bzw. noch einmal sehen und noch einmal mit ihr Zeit zu verbringen. Alleine weiß er aber, dass er es nicht von Hamburg nach Südfrankreich schaffen wird und beschließt kurzerhand seine Pflegerin Tamara, von der er weiß, dass sie im Moment auch recht unglücklich ist, damit einzuspannen und macht dann mit ihr so eine Art Roadtrip nach Südfrankreich, um Rosalie dort zu finden. Ja, das Ganze hat mir super gut gefallen, denn Max und Tamara begegnen auf ihrer Reise eben noch einigen anderen Personen, wo so kleine Geschichten mit dabei sind. Ich fand es sehr, sehr schön geschrieben. Es ist, ja, es war sehr einfühlsam. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und zum Schluss ist man dann eben in Frankreich und ja, ist einfach ein sehr, sehr schönes Buch, das für mich auch so ein bisschen schon die Sommeratmosphäre geweckt hat. Als nächstes Buch kam dann was ganz anderes, Sieht niemand was, was ich sehe, von Tim Urek. Ja, das Buch liegt schon ewig bei mir auf dem Sub. Das ist hier ein Jugendthriller und ich habe da irgendwie nie dazu gegriffen, habe mich dann aber ja, irgendwann entschieden, ich möchte endlich mal so ein paar alte Bücher auch lesen und deshalb kam dann das eben zum Vorschein und ich muss sagen, es hat mir erstaunlich gut gefallen. In diesem Buch geht es um Charlie, das ist so, glaube ich, 17, 18 Jahre alt und sie hat immer wieder Visionen, in denen sie sieht, wie Leute getötet werden. Sie sieht immer so Ausschnitte, sieht aber nie den eigentlichen Mörder. Und das ist natürlich für sie sehr, sehr quälend, zumal dann eben auch ihre allerbeste Freundin auch Opfer eines Mordes wird und auf diese Begebenheit hin und weil ihr auch niemand glaubt, dass sie das sieht, sondern alle denken, sie hat da irgendwie so ein bisschen Spleen, ist nicht ganz sauber im Kopf, beginnt Charlie dann mehr zu ermitteln, versucht die Orte zu erkennen, begibt sich dann in die Orte
und versucht dann auf die Spuren des Täters zu kommen. Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ist ein bisschen Mystery Thriller. War aber wirklich gut. Ich weiß gar nicht, warum das so lange bei mir gesucht hat. Als nächstes kam ein Buch, da habe ich auch schon die Rezension gedreht und hochgeladen. Und zwar ist das von Katharina Jensen. An der Ostsee sagt man nicht Amore. Und das ist ein Buch, was mir super, super gut gefallen hat. Wie gesagt, Rezension verlinke ich, da könnt ihr genaueres drüber erfahren. Aber kurz geht es um Anne. Und Anne verlässt ihren Mann mittlerweile, Fabio, direkt nach der Hochzeit. Noch im Hochzeitskleid setzt sie sich ins Auto und begibt sich dann... planlos fährt sie mit dem Auto los, weil sie was von Fabio erfahren hat, was sie bis ins Mark erschüttert, und für sie steht fest, sie kann mit diesem Mann nicht mehr zusammenleben. Sie flüchtet dann im Auto und irgendwie verschlägt es sie dann auf die Insel Rügen, weil sie damit sehr schöne Kindheitserinnerungen hat und Jugenderinnerungen. Und wie es wohl so sein muss, läuft sie da auch ihrer Jugendliebe Fritz über den Weg. Und was da noch alles passiert, das müsst ihr selber lesen. Wie gesagt, mehr Infos dazu gibt es schon in der Rezension von mir. Und mein letztes Buch im Monat April war dieses hier. Das habe ich mir auch schon ganz lange ganz fest vorgenommen. Und zwar von Jonathan Stroud, Lockwood & Co., Die seufzende Wendeltreppe. Das ist ja der erste Teil von Lockwood. Ich glaube, viel muss ich dazu nicht mehr sagen. Das haben wir alle schon gelesen. Den zweiten habe ich jetzt auch hier. Werde den aber, denke ich, eher so Herbst, Winter mal in Angriff nehmen, weil es doch auch so ein bisschen mystisch ist und so eine Schauerstimmung hat. Kurz gesagt geht es um die Geisteragentur Lockwood und Co. Das sind drei junge Teenager, die eben Geister jagen. Und ja, mehr sage ich dazu gar nicht, denn ich glaube, außer mir hatte das eh jeder gelesen. Ja, das war mein Lesemonat für den Monat April. Ich bin eigentlich sehr zufrieden dafür, was bei mir sonst noch so los war und ist. Habt ihr ja vielleicht im letzten Video schon gesehen. Bin ich zufrieden, wenn ich überhaupt so 5-6 Bücher schaffe. Und ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.